Hallo und willkommen zurück bei der Pokémon Feuerroten Nuzlocke. Jawohl, ja, ich bin euer Aurönchen und wir stürmen heute die Azuria City Arena. Jo, ich habe meine Pokémon trainiert bis Level 20, wie ihr es gerade hier sehen könnt. Wir haben also mit dabei halt Flowey und KitKat. Weil, ja, Flowey ganz klar als Pflanzentyp gegen Wasser natürlich sehr gut. KitKat wird, glaube ich, ein fester Bestandteil unseres Teams werden. Da es einen ziemlich neutralen Part einsetzen kann. Ja, einnehmen kann. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe bis Level 20 trainiert. Ich glaube, neue Attacken wurden auch gelernt. Ich mal eben ganz kurz gucken. Ich kann ja einmal kurz die Werte zeigen. Klar. Flowey mit Absorber, Schlafbrühe, Stachelschere, Lockduft ist jetzt nicht gerade überragend. So, hier haben wir KitKat. Kratzer bis Zahltag, das sind schon gute Attacken. Eine Giftschachel, ja, Skilledude hat Duonade gelernt. Boost, ja, den Biss, ist klar. Ne? Ja, Butterfinger, nicht so viel mehr. Also, Superschall, okay, der kam mit dazu. Ansonsten hat sich da jetzt nichts großartig geändert. Ja, gut. Wir rennen jetzt in die Azuria City Arena und wollen Misty den zweiten Orden abknöpfen. Das ist jetzt unser Ziel. Wir leaden mit Flowey. Und gucken mal. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Das stimmt. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Eigentlich mit Pokébällen. Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Ja, Wasser-Pokémon finde ich selber auch ganz nice. Es gibt halt eine riesen Vielzahl mit etlichen Typenkombinationen. Und sie leadet mit einem Sternu. Ja, zweiter Arena-Kampf. Sonst muss er anstrengen. Ich drück mal einen Absorber. Ja, okay, sie ist geoutet. Und wir gucken mal, wie viel das macht. Absorber, eigentlich mit die schwächste Pflanzenattacke, die es überhaupt gibt. Macht mehr als die Hälfte. Gutes Ding. Aquawelle. Macht aber nichts. Flow geht durch. Zack. Sterndu, kein Problem. Aber ich glaube, jetzt kommt der Knaller bei ihr. Und das ist Starmie. Da, Mann. Level 21, okay, hatte ich doch recht gehabt. Wir könnten mit Skilledude rein, mit Duonadel, weil Starmie ist ein Wasser-Psychotyp. Wir können mit Boost rein jetzt sehr effektiv treffen. Wir können mit Knolle rein. Wir können eigentlich mit alles rein, bis auf Butterfinger. Aber wir bleiben mal auf Flowey und drücken dem Ding mal eine Stachelspore rein. Der Sternschauer ist okay. Komm, eine Stachelspore will ich rauskriegen. Danach können wir gerne wechseln. Ach komm. Okay, wir switchen. Auf Skilledude. Wie viel macht der Sternschauer hier? Ist okay. Wir gehen auf eine Duelade. Aquawelle. Okay, ja, Schaden. Das war auch nicht schlecht. Mal so, by the way, Duonadel als Käferattacke ist die einzige Käferattacke, die auch vergiften kann. So, und jetzt gehen wir auf Knolle raus, weil ich jetzt eine Aquawelle erwarte. Und Knolle wird den Rest regeln. Oh, und Sternschauer. Da hat sie mich überrascht. Gut, Rankenhieb und das dürfte es gewesen sein. Easy. Ah, bis jetzt ist es noch wirklich easy.
So, Leiterin Misty besiegt. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphs. Aurora gewinnt 2100 Pokédauer. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Alter, was habt ihr die ganze Zeit mit Außenseiter? Das sind getauschte Pokémon. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Ja, schön, aber ordentlich. Geld dafür dieses Part? Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblingshelm. TM3. TM3 ist die Aquawelle. Oh, ist eine starke Wasserattacke. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, nicht nur Wasser-Pokémon. So, wir haben den Quillorden. Das heißt, den kann ich mal eben ganz kurz hier zack einblenden. Da ist er. Und wir machen weiter. Quellorden gesichert. So, das haben wir abgehakt. Jetzt können wir noch unser Team... noch richtig stellen, denn ich wollte Renata auf jeden Fall wieder mitnehmen und Angry Bird hat sich weiterentwickelt zu Ibitak. Sehr, sehr schönes Ding. Aber Ibitak nehmen wir jetzt nicht mit. Und wir hatten Renate mitgenommen. Das lasse ich mal eben ganz kurz ändern. Da ist es. Myrapla durchsuchen. Wo ist denn Renate? Wo ist es? Da ist es. Zack. Zack. So, einmal kurz healen und dann geht's auch schon weiter im Text. Ja, ich habe schon zu hören bekommen, dass ich das mit den Köpfen, mit dem, also was hier diese Seite, was ihr da unten halt seht, die Pokémon-Köpfe und sowas, dass ich halt das nachhinein einfügen soll, etc. Weiß ich nicht. Dass er, ob das zu viel Zeit frisst oder so, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich werde es mal zu Rate nehmen und einfach mal gucken, wie ich das handhabe in Zukunft. Gut, so. Mit dem Quellorden im Gepäck gehen wir natürlich jetzt rund nach Süden und wollen nach Orania City. Ja, wir setzen mal Kit Kat nach vorne, weil das ist unser neutraler Part hier. Zack, zack. Ach, das kann ich euch mal eben zeigen, klar. Warum gehen wir jetzt hier nicht durch dieses Haus? Das kann ich euch zeigen, den Grund. Und zwar werden wir hier aufgehalten. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Ja, wir kommen hier nicht weiter, weil die Wachen hier Durst haben. Ganz tolles Kino. Das heißt, wir müssen hier durch den Untergrund. Sitzt zwar Nidoran männlich? Nein, habe ich leider nicht. Schade. So, wir müssen hier durch den Untergrund einfach laufen. Ja, und kommen so nach Orania City. Schon viele Leute haben Dinge auf der Tunnelfahrt verloren. Ja, die könnten wir ausfindig machen, sobald wir den Detektor haben. Jetzt sind wir auf Route 6. Das heißt eigentlich für uns neuer Encounter. Aber will ich hier einen Encounter? Ja, klar will ich hier einen Encounter, aber will ich jetzt schon einen Encounter hier? Das ist eine gute Frage. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Denn hier gibt es eigentlich nichts Neues, was wir fangen könnten, außer in einem See. Und dazu bräuchten wir eventuell eine Angel. Dann will ich mir den Encounter nämlich ein bisschen aufsparen.
So, Kit Kat gegen Hornyu. Ja, dann drücken wir Zahltag. Gucken, wie viel macht's. Mehr als die Hälfte. Ich hab gedacht, es macht ein bisschen mehr, weil Giftstachel. Gut, keine Vergiftung. Gott sei Dank. Gut, Kit Kat, das wird jetzt so kein Problem für den sein. Ja, warum will ich hier... Was gibt's hier für Pokémon, die ich jetzt fangen könnte? Also hier, klar, Myrapla, Mauzi, Taubsi. Das ist alles, was wir schon haben. Oder, beziehungsweise, was wir hatten. Weil Kahn ist ja leider gestorben. Möchte ich den zweiten Kahn haben? Weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Weil wir haben Angry Bird als Flugtyp. Wir haben später hier Boost als Flugtyp. Wir haben Smetbo als, hier Butterfinger als Flugtyp. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so sinnig wäre. Gut, keine Vergiftung, das ist sehr wichtig. So, easy going. Kit Kat geht hier durch. Der Nelson. Du beliebst zu scherzen, oder? Nein. So, denn hier gibt es einen See und da möchte ich gerne dann angeln, wenn es dann möglich ist, sobald wir die Superangel haben. Aber wir, in der Zwischenzeit kämpfen wir uns hier mal wacker durch. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Das tue ich doch gar nicht. Ich spreche euch sofort an, direkt an. Also Heimlichkeiten habe ich doch gar keinen Bus. Ein Ski. Er besitzt tatsächlich einen Starter. Wow. Respekt. Wie viel macht der Zweite? Ja, Shiggy ist recht bulky. Das heißt, wir switchen raus auf Knolle. Und ich weiß, dass da Kolle steht, aber das werden wir auch noch umändern. Und drücke den Ranken hin. Der dürfte jetzt sofort... Ah, fast! Kein Ding. So, und was ich auch noch ansprechen wollte, das werde ich, glaube ich, auch nochmal um 17 Uhr in dem Part sagen hier, heute. Und zwar, Pokémon Reborn läuft wieder, die technischen Schwierigkeiten sind überwunden. Und das heißt für uns... Ja, ich habe gerade zwei Projekte am Laufen. Einmal hier diese Nuzlocke und das zweite ist halt Pokémon Reborn. Was jetzt natürlich weitergeht. Ich werde das so handhaben, dass ich pro Tag zwei Videos hochladen werde. Einmal um 14:30 Uhr, wie gewohnt. Das wird dann hier die Nuzlocke sein. Und einmal um 17 Uhr wird dann... Entschuldige, aber ist Privatsache. Okay. Ich finde nicht, dass das Privatsache ist, das solltet ihr schon wissen. Um 17 Uhr wird dann ein Reborn-Part pro Tag hochgeladen. Zumindest ist das meine... Ja, mein Bestreben. Oh, halt, ich möchte gern, dass das so läuft. Zwei Videos am Tag hochladen. Wird eine Menge Arbeit sein. Deswegen kann es auch mal hin und wieder vorkommen, dass vielleicht nur ein Video kommt. Entweder nur die Nuzlocke oder nur Reborn mal an einem Tag. Weil es wirklich... Oh, der Überzahn. Okay, Ruckzuckieb könnte jetzt töten. Habe ich gar keine Lust drauf. Renate, komm mal raus. Wo war ich? Ach ja, das... Es kann hin und wieder vorkommen, dass nur ein Video kommt am Tag. Weil es halt sehr viel Arbeit ist, dann auch zwei Videos am Tag dann hochzuladen, aufzunehmen, zu bearbeiten, zu... Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ist ja nicht so einfach so spielen, ein bisschen labern und na, hast du nicht gesehen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und da kommt Pikachu. Das One-Hitting-Werber. Ja.
Von daher, also ich werde mich bemühen, dass halt pro Tag einmal die Nuzlocke dann kommt und einmal Reborn, solange halt die Nuzlocke hier noch läuft. Reborn wird immer noch das Hauptprojekt sein von uns. Ja, auf meinem Kanal. Und von daher habe ich mich auch wieder sehr bemüht, dass das auch wieder zum Laufen kommt. Oh, KitKat hat ein Item gefunden am Arena-Bäre. Nehmen wir. So, Boost kommt mal noch. Oder Boost. Will ich Boost vorne haben? Ich glaube nicht. Ich weiß, was dieser Trainer für als nächstes für ein Pokémon einsetzt. Dafür sind wir überhaupt nicht gewappnet. Da muss Butterfinger ran. So. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Das werden wir gleich mal sehen. Best schön. Setz Metbo ein. Ja, und da haben wir auch Butterfinger. Gleiche Level, gleiches Geschlecht. Ja, Miro. Miro Battle, ne? Wir gehen auf starke Sporen. Butterfinger trifft's. Giftpuder, oh nein. Giftpuder ist gerade richtig schlecht. Jetzt müssen wir Schaden drücken. Konfusion, komm. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Das mit Poké gefällt mir gar nicht. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Problem ist, wenn der eine Konfusion drückt, tut mir das richtig weh. Wir gehen raus auf Skill Dude, weil die Vergiftung die ist gerade richtig nervig. Gut, ist paralysiert. Jetzt kann Skill Dude erstmal mit Furienschlag hier angreifen. Oh Gott. Puh, zum Glück Para. Eine Konfusion würde bis jetzt ganz schön wehtun. So. Skill, Mann. Ach komm schon. Ah gut, verschwendete Runde. Eins, zwei. Ach komm, du kannst mehr als zweimal treffen, das weißt du. Giftschachtel reicht jetzt. Oh, dass ein Smetbo so viele Probleme machen kann. Ja, wenn man nicht die richtigen Pokémon hat. So, Butterfinger, die Vergiftung mag ich jetzt schon mal gar nicht. Die geht jetzt weg. Und heilen war ein bisschen, glaube ich, ne? Heilen sollte drin sein. Zack. Und Butterfinger heilen wir auch nochmal. So. KitKat hat wieder ein Item gefunden. Was haben wir denn? Item nehmen. Sinelbeere. Ist okay. Ist was zu heilen. Jut. Sill. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut, du hast mich angesprochen. So schon mal gar nicht. Taubsi. Wir haben immer noch diese Flugschwäche. Ne? Wir haben nur zwei Pokémon, die dagegen was unternehmen können. Und wir setzen einfach mal Boost ein. Boost-Chance ist gekommen.
Okay, super Schall. Super. Oh, greif dich selbst an. Los, greif dich an. Natürlich nicht. Ja, wir gehen auf den. Oh, nicht mal verwirrt, der kommt auch umzukippen, ne? Ja. Sonst würden wir es ja auch speeden. Der Biss war okay. Komm, Flinch. Puh, du hast echt kein Glück, kann das sein? Na. So ist die Tops hier erledigt. Und da kommt das nächste. Wir gehen raus auf KitKat. Ach komm, immer diese Sandwirbel. Mann, lass mich doch in Ruhe damit. Sautalk. Wie viel ist los? Oh, ich sollte gleich echt machen. Bisschen Ausrundung. Schon wieder die halbe Nacht aufgewesen, C optimiert, Aufnahme gemacht. Das ist schon, ja. Gleich so ein Päuschen, das würde mal ganz gut tun, nach der Aufnahme jetzt hier. Noch eins. Komm, KitKat, das packst du. Ja! Wow, und wie du ausgepackt hast. Schöner Volltreffer. Ganz, ganz schönes Ding. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, da hast du recht. Komm, knolle mal ins Lied. Einen Kampf haben wir noch, bevor wir die Stadt erreichen können. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ein Habitak und wir haben Knolle als Lied. Nein! Nicht gut, nicht gut. Absolut nicht gut. KitKat muss wieder ran. Ich mach die Schnabel. Es geht. Zahltag. Drücken wir jetzt einfach. Ein Habitak ist fragiler als ein Taubsi. Der reicht trotzdem noch. Der nächste Zahltag reicht. Du hast keine Prio. Das war's. KitKat hat sich jetzt schon ausgezahlt. Oh scheiße, da kommt ein Radikal. Und dieses Radikal kann garantiert den Hyperzahn. Was machen wir? Gehen auf Butterfinger. Ich werde das Ding einschläfern. Tick. Komm, schlaf, Bruder. Jawohl. Schöner Treffer. Oh, ein Radikal. Radikal ist absolut nicht schön. Und jetzt gehen wir raus auf Knolle und drücken den Egesamen raus. Mhm. Penn ruhig weiter. Penn noch mal 3 Runden hinterher. Gut getroffen. Ja, und jetzt ranken und versuchen kaputt zu machen. Der Hyperzahn kann jetzt heftig werden mit dem. Egelsamen war gerade sehr wichtig, dass wir den rausgebracht haben. Ich glaube, das war's. Down.
Sehr schön. Oh. Gutes Teamplay. Kitkat erreicht Level 21. Ich hätte es besser gehört. Ja, das hättest du wohl. So, und wir haben Orania City erreicht. Endlich. Mit der ikonischen Musik, die wir uns gleich nochmal genau anhören. Denn zuerst heilen wir erstmal. Zack. Einzigartige Musik, Orania City. Mega schön. So, ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gern? Ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Wir erhalten eine Angel. Eine ganz stinknormale Angel, mit der wir fast nur Carpador angeln können. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn wir fangen uns jetzt einen Carpador. Wo ist der jetzt? Da ist die Angel. Select. So. Komm, Carpador. Damit wir einen Garados im Team haben. Das ist nämlich der Encounter hier in der Stadt für uns. Jawohl, wir haben einen Haken. Da ist es, Carpador. Level 5 ist klar, männlich ist okay. Jo, da drücken wir einen Schlafbruder und dann können wir es locker fangen. Dann haben wir einen Carpador. Yeah! Ja, wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen auf Encounterjagd. Oder? Ah, nee, wir fangen hier Encounter, wenn wir passend dann an den Bereichen sind. Ach komm, du bist nur ein Level 5 Carpador, lass dich fangen. Und du schläfst auch noch. Danke. Wie nennen wir Carpador bzw. Garados später? Da habe ich glaube ich schon einen Namen. Natürlich gehen wir hier einen Spitznamen. Und zwar ganz Cancer geben wir ihm den Namen Typhoon. Ja, das reicht. Wir haben ein Carpador und damit später ein potenzielles Garados. Mach Hollow eben das Land. Ja, hier ist später, das wird man ja zweiten Gen sehen, ein Gebäude wird hier gebaut. So, hier gibt es natürlich auch eine Arena, aber wie ihr seht, kommen wir da nicht hin, ohne den Zerschneider zu haben. Das ist ein kleines Problem. Besitzt du ein Habitat? Nicht mehr, ich besitze einen Ibitak. Willst du es gegen Porenta tauschen? Nein! Da wir keinen Habitak mehr haben. Eigentlich schade. Hätten wir einen Porenta haben können. Gibt's hier noch irgendwas? Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Topsy in den Connex Club, um Briefe für mich auszutauschen. Okay. Ich lasse Topsy einen Brief nach Sophronia City im Norden bringen. Okay. Verstehe schon, Taubsi als Brieftaube. Ja, hahaha. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Jo, und hier bekommen wir etwas. Ne? Und zwar, wenn wir hier. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Glückwunsch. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also. Bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa.
Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist so majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Und damit erhalten wir den Radkupon, womit wir das Fahrrad in Azura City kostenlos erhalten. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Evitag fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, das wird sich noch zeigen, ob wir das gerne tun. Nur wird es halt für das Spiel, für das Spiel ist Fahrrad nicht notwendig, also um es durchzuspielen. Jedoch werden wir das Fahrrad auf einer speziellen Route brauchen, die optional ist. Um halt Trainer und halt auch Pokémon zu fangen. Gut. So, Orania City. Eine aufregende Stadt. Eine aufregende Hafenstadt vor allen Dingen. Wie es weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Und ich wünsche euch noch was. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Aurinchen. Bis dann.